Und zwei Sachen will ich natürlich nicht vorenthalten, auch dieses ganze elektrische Zubehör, das heißt die Schaltmodule. Hallo liebe Modellbahnfreunde und Kunden von Modellbahn Schublippe. Weil uns in den letzten Tagen und ja auch Monaten so viele Mails erreicht haben und so viele Wünsche erreicht haben, dass wir mal ein kleines Ladenrundgang-Video machen wollen, machen wir das heute mal und wir stellen heute mal unseren schönen kleinen Laden einmal komplett bis von oben bis unten vor. Wir fangen direkt an. Hier im Eingang haben wir viele, viele schöne Produkte von Rocco Fleischmann. Sie werden direkt begrüßt von H0 und N. Haben wir einmal das ganze Sortiment, alles was lieferbar ist. Und die Highlights haben wir natürlich ausgestellt an Rocco-Produkten. Die haben natürlich nicht nur Lokomotiven, sondern auch relativ viel Zubehör. Genauso ist es bei Fleischmann. Und hier im Eingang haben wir auch unsere Angebots-Neuheiten-Vitrine. Hier haben wir immer diese Highlights ausgestellt oder wenn wir mal was gebaut haben, Diorama, stellen wir es hier aus. Jetzt ist aktuell das Fisman K-Motion-System, was wir in einem Video vorgestellt haben oder gebaut haben, haben wir drin. Ansonsten, wie gesagt, die aktuellen Neuheiten, was gerade gekommen ist, kann man hier sehen und die schönsten Angebote. Wir haben natürlich auch ganz viel Landschaftsgestaltung bei uns im Laden. Kommen wir erstmal mit rum um die Ecke hier. Hier haben wir 3 Meter noch, alles was das Herz begehrt. Wir haben Streumaterial, wir haben Schotter, Bäume, Figuren natürlich. Wir haben hier Woodland mit einem Meter Streumaterial. Wir haben natürlich auch hier ganz viele Bausätze von Vollmer. Wir haben natürlich Heki-Bäume und Streumaterial, Baumbausätze. Ja, große Baumpackungen, also im Prinzip alles, was man braucht, um eine Anlage zu gestalten. Wir haben natürlich auch Faller im Sortiment hier im Laden. Hier um die Ecke, da haben wir die H0-Bausätze. Ja, kleine Zubehörartikel wie kleine Tütchen mit Mülltonnen, Bänken. Wir haben Lampen, wir haben die neuen Fallerbäume aus dem Premium-Segment. Sollten wir auch mal in einem kleinen Video vorstellen. Die sehen richtig klasse aus und haben sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Natürlich haben wir hier auch Preise Einzelfiguren. Jede Szene aus dem Leben oder fast jeder Szene aus dem Leben hat Preise auch ein Figürchen gewidmet. Auch das findet man bei uns natürlich genauso wie Preiser-Figuren in Packs oder die Faller-Figuren in H0 und N haben wir hier. Natürlich haben wir auch Farben im Sortiment bei uns. Wir haben mehrere Farbstände, einmal von Vallejo die Model Color Line, also die Farben zum Pinseln. Wir haben die Farben zum Airbrushen und genau hinter dir ist auch der Revell-Ständer. Mit allem, was das Herz begehrt. Jetzt habe ich eben schon das Rollmaterial angesprochen. Natürlich haben wir auch Märklin im Sortiment. Wir haben die Wagen, wir haben von Trix natürlich Wagen, Zubehörsets für Schienen haben wir hier, Startpackungen. Wir haben die Schienen einzeln sowie in Packs. Wir haben Stecker, Muffen und natürlich auch hier die aktuelle Rollware an Lokomotiven. Haben wir ausgestellt, ein bisschen LGB ist natürlich auch dabei. Decoder, Motoren, genau. Wenn wir jetzt weitergehen, kommen wir zu der Rocco-Ware. Hier haben wir die Waggons und rechts daneben eine extra Wechselstrom-Vitrine, damit die Wechselstrombahner nicht so lange suchen brauchen. In der Vitrine haben wir den extra eine Wechselstrom-Vitrine mit aufgebaut. Wir haben uns auch vor 2 Jahren hier eine schöne Anlage hingebaut, wo wir auch ein bisschen was fahren lassen können, immer mal wieder. Wir haben die Fisman-Signale, digitalen hier mit drauf, schöne Bauhaken, Bausätze, Heki-Bäume haben wir hier ausgestellt, dass man das Ganze auch mal live sehen kann. Angenommen, ich kaufe mir eine Lok, kann man die hier auch Probe fahren lassen? Klar, wir haben in H0 Gleich- und Wechselstrom, Probegleise, wir haben auch Spur-Endgleise hier, TT, also ist egal, was man haben möchte. Wir können alles auch einmal vorführen, das ist gar kein Problem. In Gleichstrom können wir die auch einmal über die Anlage schicken hier und die Weichen alle testen. Das können wir immer, also vor jedem Kauf ist es eigentlich Standard, dass wir die Lok auch mal testen, damit wir sicher gehen, dass auch alles gut beim Kunden ankommt. Und wenn wir jetzt mal weitergehen, haben wir hier natürlich auch eine große Wand an Fisman. Wir haben Kibri-Bausätze, Auhagen-Bausätze, natürlich auch dieses ganze elektrische Zubehör, das heißt die Schaltmodule. Wir haben ja, normale Schalter, wir haben Bausätze von Laternen hier mit im Laden. Hier ist auf jeden Fall für jeden das Richtige dabei, egal was man sucht, man wird immer fündig. Auch das, was wir nicht hier haben, können wir vom Lager holen. Wir haben nochmal ein großes Lager, das haben wir auch schon öfter in Videos gezeigt. Und wenn dann was Bestimmtes im Shop ist, können wir das auch hier rüber holen.
Wir haben natürlich auch für die Autosammler und für die Leute, die ihre Anlage mit ausbestücken wollen, einige Autohersteller ausgestellt. Wir haben hier für die ältere Epoche, also überwiegend haben die natürlich Epoche 3 bis 4. Natürlich gibt es jetzt auch neuere Modelle, aber die haben wir hier auch ausgestellt in der Brechina-Vitrine. Wir haben zwei kleine Busch-Vitrinen mit Autos und natürlich für die Sammler noch Viking, Schuko und so kleine Serienhersteller wie NPE mit Vollmetallmodellen. Die haben wir alles ausgestellt. Die Neuheiten ergänzen wir natürlich immer. Wenn da was Neues kommt, finden Sie das hier auch bei uns im Laden. Genau. Und die Preise, sind die dieselben wie im Shop? Natürlich. Also wir haben hier, wenn die Preise mal anders sind, dann sind sie günstiger. Aber ansonsten haben wir immer die gleichen Preise wie bei uns im Onlineshop. Das heißt, man kann das zu Hause nachgucken, was was kostet. Und das bezahlt man hier dann natürlich auch. Von den Autos kommen wir nochmal zum Rollmaterial. Wir haben nicht nur Firmen wie Rocco Fleischmann und Märklin, wir haben auch Lilliput, eine schöne Vitrine. Wir haben was von Brava, wir haben Pico, LS-Modells und ACME sind hier auch im Laden vertreten. Natürlich haben wir auch an die Spunulla gedacht. Da haben wir eine Vitrine mit Lenz-Modellen und Zubehör, also auch was zur Spunulla gehört. Wir haben Bausätze mit drin, Signale von Juvela, schöne Ladegüter, und wir haben auch an die TT-Bahner gedacht. Auch die haben bei uns eine extra Vitrine. Dann hätte ich noch ein, zwei Fragen. Wann hat euer Laden denn offen? Also wir haben montags haben wir immer Ruhetag, Dienstag bis Freitag haben wir von 14 bis 18 Uhr geöffnet und samstags von 10 bis 14 Uhr. Ihr bietet ja auch ein Bonussystem an. Kann man das hier auch verwenden? Genau, man hat ja die gleichen Konditionen wie im Onlineshop. Natürlich gilt das auch fürs Bonussystem. Man kann den angesparten Bonus hier einlösen. Man kann natürlich auch neuen sammeln. Das funktioniert genauso wie online, nur im Prinzip analog. Eine letzte Frage hätte ich noch. Ist es möglich, einen Auftrag online zu erstellen und das dann hier abzuholen? Genau, man hat ja die Möglichkeit, bei uns die Versandart zu wählen. Und bei diesem Menü gibt es auch die Versandart Abholer. Wenn man auf Abholer Detmold klickt, das ist ja genau das gleiche wie beim Messen. Man kann sich das ja, die Abholer auch zu Messen schicken lassen. Wählt man einfach Detmold aus. Wenn man auf Vorkasse klickt, am besten blenden wir das jetzt einfach mal ein. Dann sehen Sie es besser. Sie klicken auf Vorkasse und dann können Sie es auch hier im Laden direkt bezahlen vor Abholung. Dann danke ich Ihnen fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich sehe Sie demnächst hier bei uns im Laden. Dann wünschen wir viel Spaß mit dem Hobby Modellbahn, dem schönsten Hobby der Welt.